nächsten Kategorie. Coffee Table Books. Und die Laudatio wird halten Hans-Michael Kötzle, auch bekannt aus dem letzten Jahr. Ich sehe ihn schon da vorne in der ersten Reihe sitzen. Er ist Fotografie-Experte und Kurator und lebt als freier Autor und Journalist in München und publizierte zahlreiche Beiträge zur Geschichte und Ästhetik der Fotografie. Und seit 1996 ist er der Chefredakteur der Zeitschrift Leica World. Herzlich willkommen, Hans-Michael Kötzle. Ja, meine Damen und Herren, wir nähern uns der Kategorie Coffee Table Book. Doch was genau ist ein Coffee Table Book? So viel lässt sich sagen. Coffee Table Books sind Bücher, die nicht stehen, sondern liegen. Nicht das Regal ist ihr Ort, sondern der Beistelltisch. Dekliniert werden sie nicht von links nach rechts, sondern von oben nach unten. Die Schwerkraft bestimmt die Hierarchie auf der Ablage. Nicht besonders praktisch mit Blick auf die Lektüre, aber um Lektüre im Sinne sogenannten Tieflesens geht es der hier gemeinten Gattung nicht. Es geht um Unterhaltung, um Erbauung, um Divertimento, um Ablenkung im positiven Sinne, um ein Fenster zu den Schönheiten der Welt. Es darf geblättert werden. Das ist durchaus nicht abwertend gemeint in Zeiten, da alles mit Blick auf Umwelt, Gesellschaft, Weltgeschehen, Klima, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft auf politische Korrektheit hin abgeklopft wird, müssen kleine Fluchten möglich sein. Ich würde es ein Stück Hedonismus, ein Stück Freiheit nennen. Hedonismus auch. Mallorca Mar y Montaña von Antonia und Alexander Feig, konzipiert und fotografiert, illustriert und gestaltet von Sandra Kubica, ist ein solches Stück Freiheit. Das Buch nimmt uns mit auf eine Reise zu dem Sehnsuchtsort der Deutschen, der nicht zufällig eine Insel ist, also umschlossen von türkisblauem Meer, worauf bereits das bedruckte Leinen des Einbands, das entsprechende Kapitalbändchen nachdrücklich verweisen. Gerahmt von, ich nehme an, sauberen Stränden, wofür das lichtgraue Vorsatzpapier steht, dazu sonnenverwöhnt, was mit dem intensiven Gelb der ersten Trennseite gemeint sein könnte. Worum es nicht geht, ist jenes Ballermann Mallorca, das es natürlich gibt, mit seinem Schmutz, seinen teutonischen Exzessen, seinem importierten Partywahnsinn. Gleich zu Beginn machen die Autoren klar, es ist dies weniger ein Buch über Mallorca als vielmehr eines über die Insel der Mallorquiner. Genau genommen ist der 264 Seiten starke Band eine gedruckte Liebeserklärung an ein Paradies, ein papiergewordener Traum, kollagiert aus Gedanken, Aphorismen, eingestreuten Hintergründen, Informationen, Tipps, aber nicht allzu viel davon. Man will kein Reiseführer sein. Eingestreute Rezepte evozieren Düfte, Gerüche, Fantasien in Richtung Meersalz, Knoblauch, Ofen, frischem Brot, Olivenöl, aber auch davon nicht zu viel. Auch Kochbuch möchte man nicht werden. Eher schon erweitertes Fotobuch, wobei die Bildsprache oszilliert zwischen sachlich und impressionistisch, panoramatisch und ausschnitthaft, farbintensiv und monochrom. Bilder von Landschaften und Menschen, lauschigen Dörfern und schmalen Straßen, Klippen am Meer und Olivenhainen im Binnenland wechseln sich ab. Das Ganze fügt sich zu einer facettenreichen Hommage an eine Region und ihre Menschen, einen überschaubaren Kontinent und seine Bewohner, eine Kultur und ihre Besonderheiten, das Mallorquinisch als Sprache inbegriffen. Angenehm,
das Buchformat, streichelfreudig das offene Papier, überlegt die Gestaltung mit immer wieder Weißraum, farbigen Trennseiten, einer modernen, auch bildhaft eingesetzten Typografie. Ein englischer Appendix erschließt das Gesagte einem internationalen Publikum. Ach ja, und dann noch das zitronengelbe Lesebändchen als bibliophiles Aperçu. In der Summe ein Buch, das, indem es entführt, verführt. Wie hatten wir eingangs erkannt, Coffee Table Books stehen nicht, sie liegen. Einstimmig war sich die diesjährige Jury einig. Mallorca von Antonia und Alexander Feig, erschienen im Büro Wilhelm Verlag, sollte ganz oben liegen. Ich gratuliere den beiden Machern für dieses wunderbare Buch und freue mich über den Preis an Sie.